Und ich sage herzlich willkommen zu Brisant am Sonntag. Schön, dass Sie auch heute bei uns sind. Dramatische Szenen spielten sich in Spanien ab. Bei einem Discobrand in der Stadt Murcia sind heute Morgen bisher mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden könnte die Zahl auch noch steigen. Mehr zu diesem Unglück jetzt für Sie. Nach Deutschland jetzt und zu einem Angriff, den so wohl wirklich niemand erleben möchte. Der Spargellauf in Burgdorf bei Hannover ist wirklich ein Highlight des örtlichen Stadtfestes. Doch damit haben die Teilnehmer jetzt nicht gerechnet, dass sie bei ihrem Lauf auf einmal von Hornissen angegriffen werden. Die sind auf einmal da und für die Läufer gibt es kein Entkommen. Deutschlands wohl bekanntestes Forschungsschiff ist wieder zurück in Bremerhaven. 2 Monate war die Polarstern in der Arktis unterwegs und mitgebracht haben die Expeditionsleiterin und ihr Team sehr spannende Erkenntnisse über Veränderungen am Nordpol und sogar ganz gute Nachrichten in Sachen Klimawandel. Machen wir einen harten Bruch an dieser Stelle, wenn man das so sagen kann. Nicht wenige Männer, die heute vor 25 Jahren gesagt haben, dass sie das Zeug niemals nötig haben, dürften heute Viagra-Stammkunden sein. Sie merken es schon. Es geht, wie gesagt, um eine Pille, die vor 25 Jahren als kleine Revolution gefeiert wurde. Das Potenzmittel hat dabei durchaus geholfen, Tabus zu brechen und den Leidensdruck vieler Männer zu beenden. Doch die Pille war eigentlich für etwas ganz anderes gedacht. Und mehr zu diesem Thema finden Sie auch bei uns im Netz auf brisant.de. So, und jetzt wird es prominent bei uns. Da schauen wir gleich auf diverse europäische Adelshäuser. Mehr dazu jetzt im Brisant prominent. Doch zunächst zu ihm. Max Giesinger engagiert sich ja seit einigen Jahren für die sogenannten Kinderklinikkonzerte, bei denen Stars in Kinderkrankenhäusern vor Kindern eben spielen, um ihnen eine Freude im oft tristen Klinikalltag zu machen. Inzwischen ist der 34-Jährige sogar Schirmherr der Aktion und spielt regelmäßig zusammen mit anderen Musikerkollegen vor den kleinen Patienten. Ja, und wie das bei den Kindern so ankommt und was das mit Max Giesinger auch selbst macht, das haben wir ihn auf einer Kinderkrankenstation in Brandenburg mal gefragt. Und jetzt geht es in die Schweiz, wo sich die Creme de la Creme der Filmbranche zeigt. Denn beim Züricher Filmfestival wollen so einige Stars wieder mit dabei sein, ganz klar. Es präsentiert eine ziemlich breite Palette an Spielfilmen, dazu auch Dokumentarfilme, Kurz- und auch Animationsfilme. Und auch 5 deutsche Produktionen sind dabei, darunter ein Drama aus der NS-Zeit mit Paula Bär und Janis Niewöhner als Hauptdarsteller. Doch der große Hingucker auf dem diesmal grünen Teppich war ein Hollywood-Star mehr jetzt. Und jetzt wollen wir die neuesten oder aktuellen Geschichten hören aus den Adelshäusern. Und das geht am besten natürlich mit Leontine Gräfin von Schmetto. Schön, dass du auch heute bei uns bist. Vielen Herzlich Dank. Willkommen. Ich hoffe, du hattest eine ganz gute Anreise. Alles Beste. Sehr, sehr schön. Leontine, wir gehen durch einige Adelshäuser und wir beginnen mit einer Frau diesmal, die ziemlich deutlich gesagt hat, mir reicht's. Es geht um Charlène von Monaco und die ärgert sich. Warum? Wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt, aber man kann sagen, die Königshäuser werden per se moderner. Vielen, vielen Dank, Leontine Gräfin von Schmetto. Schön, dass du bei uns warst. Und jetzt geht es bei uns weiter mit einem Sänger, und zwar mit Nino De Angelo. Er wird seinen 60. Geburtstag feiern und schon jetzt hat sich Nino De Angelo selbst ein vorgezogenes Geschenk gemacht, wenn man das so sagen kann. Er geht auf Tournee und wird jetzt 10 Konzerte hintereinander geben. Ja, und wie er sich auf das große Ereignis vorbereitet hat, warum er ein bisschen Bammel auch hatte und wer ihm die Kraft gibt, das durchzustehen, das hat er uns verraten. Ich sage noch mal vielen Dank, Leontine. Danke. Und wir bleiben musikalisch nicht kleckern, sondern klotzen. Das haben sich wohl U2 und Frontmann Bono vorgenommen. Große Ehre, sie sind nämlich die Ersten, die in Las Vegas in einer niegelnagelneuen Konzerthalle auftreten dürfen. Ausgestattet mit der größten LED-Bildschirmfläche der Welt. Der absolute Wahnsinn, aber da besteht natürlich die Gefahr, dass sich die Fans von dem ganzen Firlefanz sozusagen ablenken lassen. Ein Konzert der Superlative in der Glücksspielstadt.
Kenne ich nur zu gut. Heute Abend geht es los. Die Babylon-Berlin-Fans sind vermutlich schon sehr aufgeregt. Denn Staffel 4 läuft ab heute Abend im Ersten mit dabei. Er hier, Max Rabe, mit diesem Song hier. Hör mal ein bisschen rein. Er passt da wohl wirklich wie kein Zweiter in die 20er und 30er Jahre. Aber abgesehen vom Film hat er auch ein neues Album herausgebracht. Auch darüber haben wir mit ihm gesprochen. Also, 20.15 Uhr geht's los mit Babylon Berlin der vierten Staffel. Und Max Rabes Konzert mit Liedern zur Serie läuft auch heute Abend, ein bisschen später, im Ersten. 23.35 Uhr geht's dann los. Und wir sehen uns morgen wieder, Punkt 17.15 Uhr. Also, ich bin hier und freue mich auf Sie. Ciao.